dass wir jetzt endlich im Wasserwerk sind. Die letzten 6 Adressen, die wir abgeklappert haben, waren nicht gerade begeistert davon, dass wir ihren Boden zugerichtet haben. Heulsusen! So, jetzt wird Chicago mal ein bisschen Gratiswasser für den neuen Plan vom Boss rüberrücken. Haha! Achtung, die Helden treten auf! Oh, meine Augen, ich kann nichts mehr sehen. Das war doch jetzt wirklich mal ein starker Auftritt, oder? Kommt ein Vöglein geflogen. Huhu, Leute! Na, das nenne ich wirklich einen Feuerstuhl. So, jetzt wollen wir mal ein kleines Ding drehen, ihr Luschen. Der Kleine könnte auch mal eine Dusche vertragen. Wir haben Guisbit und seine Würstchen in Rekordzeit weggeputzt. Zeit fürs Abendessen. Oh ja, wie wär's mit Italienisch? Ich glaube, das ist mir heute zu anspruchsvoll, Vincenzo. Wie wär's mit einem Hotdog und einer Himbeer-Cola? Wie wär's mit Chinesisch? Ich mache nämlich gleich Chop Suey aus euch, Feldknödelchen. Ich glaube, die Glückskekse sind heute nicht auf unserer Seite. Seid ihr ein leckeres Mäusekebab? Der Komiker sollte in Las Vegas auftreten. Ja, ein echter Brad Garrett. Was denkt ihr, wenn ihm unter die Arme greifen und die Bude richtig zum Wackeln bringen? Hey! Der ist noch nicht mal berühmt und dreht jetzt schon durch. Also, wo gehen wir jetzt essen? Wie wär's mit Howie's Hotdog? Oder mit Tanztee auf der Dachterrasse von Vincenzo? Hey, bist du übergeschnappt? Das war doch nur ein Witz, Mann! Ein Witz! Hey, Jungs! Aber Mr. Limburger, wir können wirklich nichts dafür. Keiner wird mit diesen verflixten Mäusen fertig. Ich muss diese lausigen Rattenschwänze einfach loswerden, bevor mein neuer Wasserrutschenpark eröffnet wird. Wieso dürfen die Mäuschen denn da nicht mal ins Wasser hopsen, solange sie Eintritt bezahlen? Du Dösbaddel, der Wasserrutschenpark ist doch nur eine Scheinoperation. Er wird wie Phönix aus der Asche von Käseland wieder auferstehen. Es wird die perfekte Tarnung für Karbunkels neue saure Regenmaschine sein, die Unmengen von Wasser braucht. Was gibt es für einen besseren Vorwand, um all das Wasser von der Stadt hierher zu pumpen, ohne jede Menge lästiger Fragen auszulösen, als einen Wasserrutschenpark? Natürlich hätte ich das Wasser auch klauen können, um die unangenehmen juristischen Details zu umgehen, aber nein. Um meinen Tower vor dem Regen zu schützen, werde ich eine Plane an ihm hochziehen lassen, unter dem Vorwand, dass Kammerjäger Ungeziefer ausmerzen. Oh, was für eine feinsinnige Ironie steckt in diesem Plan. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Du bist doch ein komplett schwindliger Schwachkopf. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, Boss. Euer müffelnde Gaudaität, ihr kommt gerade rechtzeitig, um zuzusehen, was meine saure Regenlösung alles bewirkt. Hoffentlich ist sie nicht fleischfressend. Ich möchte nicht, dass meine Schurken sich vorzeitig auflösen. Keine Sorge.
Gestatten Sie mir eine kleine Vorführung? Ja, nimm mich! Spritz sie auf mich, Baby, im Namen der Wissenschaft! Ich schmelze, ich schmelze! Oh, was für eine Freude! Oh, naja, vielleicht sollte ich die Rezeptur doch noch einmal überdenken oder so. Nichtsdestotrotz ganz hervorragend. Wenn die Säure erstmal alles Metall in der Stadt zusammengefressen hat, werde ich großzügigerweise meine Straßenfeger zur Verfügung stellen und die Überreste wegfegen lassen. Und zwar geradewegs nach Plutarch, Doktor. Ja, ein perfekter Plan. Wenn es nur diese mühsamen Bikermäuse nicht geben würde. Meine vom Pech verfolgten Handlanger werden es sicher nicht schaffen, sie davon abzuhalten, meinen Plan zunichte zu machen. Warum gibt es nur im gesamten Weltall niemanden, der diese gemeinen Nager an seinem Auspuff schnuppern lässt und ihnen das Fell über die Ohren zieht? Fliegenschopfen, geh auf die Bodentropfen! Wenn ich mir die Bemerkung erlauben dürfte, euer ranzige Butterigkeit. Wenn wir keine besseren Motorradfahrer anheuern können, warum bauen wir dann keine? Mein hochverehrter Doktor, ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie überhaupt sprechen. Hallo Leute, kommt alle an diesem Freitag zur Riesenöffnungsfeier des neuen Glitschkäse-Wasserrutschenparks im Käseland. Käseland? War das nicht Flossis alter Vergnügungspark? Sag mal, hatten wir den nicht mit Lava zugeschüttet? Das hoffe ich doch. Irgendwas haben wir jedenfalls mit Lava zugeschüttet. Limburger baut sich einen Wasserrutschen. Und Griesbitt war im Wasserwerk. Tja, Jungs, ich habe plötzlich Riesenlust auf eine Wasserrutschensause. Entschuldigt, Jungs, ich frag nur so aus Neugier. Habt ihr auch gerade den alten Ölfleck gesehen, wie er vor unserer Nase einen Überfall abzieht? Das kann nur eine Falle sein. Eine Falle, ja, was denn eine lausige, lausige Falle. Auf was warten wir da noch? Haha, da sind sie ja schon, die kleinen Käsefresser. Sehr gut. Die alte Schmierlippe ist wirklich auf die Spitze. Vorsicht, die Reißzwecken sehen scharf aus. Nichts zu machen. Die müssen aus plutarchischem Panzerstahl sein. Oh, oh Mann, mich hat's erwischt. Ich hab einen Kratzer in meinem Vorzeigebody. Maschine! Es hat meine Maschine erwischt! Auf! Abwehrmanöver 32F! Nageln wir den Schmierfinken fest! Allerdings, wenn einer mein Motorrad ankratzt, das nehme ich persönlich! Zu spät, Jungs! Der Ölteppich hebt ab! Macht's gut, ihr Blödmäuse! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er uns aufs Schmieröl geführt hat. Aber wieso? Vielleicht sollten wir erstmal unsere Kratzer verarzten. Mann, wenn da eine Narbe zurückbleibt, dann mache ich aus dem alten Limburger Scheibletten. Ah, da seht ihr es, euer schimmelnde Gorgonzolität. Mein Plan hat funktioniert. Es ist genauso gelaufen, wie ich es verordnet hatte. Ach, das ist Ihr Plan gewesen? Ihnen Ihre Motorräder zu zerkratzen? Und wie geht's weiter? Klingeln wir an Ihre Haustür und rennen davon? Naja, euer skeptische Stinkigkeit. Sehen Sie, indem ich lebende Zellen aus den Mäusehaaren entnehme und sie mit Molekülen aus dem Metall ihrer Motorräder kombiniere und schließlich noch ein paar abgeknipste Fingernagelschnipsel meiner eigenen unwesentlichen Wenigkeit beimenge, voilà, erhalte ich die ultimativsten, grausamsten Biker im ganzen Universum, lebende, atmende Motorradratten-Zentauren. Doch der Einfachheit halber könnt ihr sie die Motorradratten-Zentauren nennen. Doktor, ist alles bereit, um die Stadt Alcapodes in einen sauren Sumpf zu verwandeln? Ja, Wassermarsch! Gleich, wenn das Wasser verdampft und in die Brücken aufsteigt, wird es als giftiger Niederschlag auf Chicago herabregnen. Nun, dann kann die Operation starten. Und zum Auftakt erlaube ich mir ein kleines Ständchen. I'm singing in the sour rain. Oh, Lawrence, du leichtfüßiges Käsebällchen.
Da gibt hier glatt ein Ständchen zum Besten. Na sowas. Wenn das nicht meine verhassten Freunde der Gattung Zweiradmaus sind. Ich heiße euch herzlich willkommen im Glitschkäse-Wasserrutschenpark, dem stinkendsten Platz auf Erden. Spar dir das Gelaber, du Quarkopf. Wir wollen wissen, was du hier für ein schleimiges Ding abziehst. Aber nicht noch. Du beleidigst mich wirklich bis ins Innerste. Der Glitschkäse-Wasserrutschenpark soll seinen Besuchern nur Freude bereiten und zur Erhaltung moralischer und sozialer Werte beitragen. Das soll die Kelly-Family auch, aber denen würde ich freiwillig nicht den Rücken zudrehen. Tja, Jungs, vielleicht sollten wir uns erstmal ein bisschen hier umsehen. Aber bitte sehr gern. Und als ganz besonderen Service biete ich euch sogar noch eure ganz persönliche Reiseleitung. Wer sind die denn? Und was sind die? Und warum haben sie einen besseren Auftritt als wir? Gentlemäuse, es ist mir eine große Freude, euch das zu erklären. Darf ich vorstellen? Die Motorradratten-Zentauren! Ich habe das dumpfe Gefühl, die wollen nicht unbedingt unsere besten Freunde werden. Los geht's! Jodelhü! Wollen wir den Clowns mal ein bisschen was aus unserer Trickkiste vorführen? Mama, das sieht aus, als würden die Typen ein S-Klasse-Modell fahren. Dreifachdüsen aktivieren! Jetzt zeige ich diesen Sonntagsfahrer mal, was eine Harke ist! Ach, das war gar nicht mal so schlecht für Amateure. Wenn diese Kerle wenigstens auch noch Ratten wären. Schlechte Schützen sind sie auch nicht gerade. Okay, Ablenkmanöver 1-26-52D! Oh, so kleiner, du willst dich also bei mir einhängen? Gut, dann werde ich mal... Hey, ich bind dir gleich deinen Auspuff um den Hals. Jetzt reicht's mir mit der Piekserei. Ich sag's nicht gern, Freunde, aber wir sollten uns zurückziehen und uns was Besseres einfallen lassen. Diese Maus, die hat sich bis jetzt noch vor keiner Keilerei gedrückt. Wo geht's denn hier bitte zum Ausgang? Haha, wir haben sie abgehängt. Wie machen sie das nur? Muss ein Zeit-Raum-Kontinuum sein. Oder wie Einstein sagen würde, let's rock and roll! Hey, lausig, feige Mauseschwänze! Ich bin ja so froh, dass dir die Vorführung zugesagt hat, Grisbit. Zentauren leisten mir so gute Dienste, dass ich dich und den Rest meiner stets inkompetenten Handlanger nun, wie soll ich es ausdrücken, feuern werde. Oh, dann kann ich jetzt endlich für den Senat kandidieren, wie es sich meine Mami immer gewünscht hat. Die Ratten kleben an uns wie die Kletten. Ja, aber nicht mehr lange. Das war wirklich verflixt knapp. Ratet mal, wer da kommt. Oh Mama. Oh Mann. Oh weia, duckt euch, Freunde. Da kommen sie nur noch als Grillkohle raus. Hey, ich hab doch nur Spaß gemacht. Sind die denn gar nicht zu bremsen? Na los, let's rock und oh weh. Oh Mann, das Feuerwerk hat unsere Motorräder zerstört. Hey. Was? Das ist vielleicht ein Karriereknick. Ich hab noch nie jemanden so fahren sehen. Waren die so gut? Noch besser als gut. Ihr glaubt doch nicht, sie sind besser als... Besser Moment als mal. Nee, aber... Das Wetterchen ist aber schnell aufgezogen. Wow, seht euch das an. Das muss eine Art Säure sein. Die frisst sogar Metall auf. Saurer Regen. Das also hatte der alte Stinkerkäse vor. Aber... Seht mal, der Haut scheint die Säure nicht zu schaden. Kommt, wir müssen eure Motorräder mit Fiberglasschilden abdecken, sonst habt ihr bald nichts mehr unterm Hintern, außer euren langen Mäuseschwänzen. Ja.
Was für Berufserfahrung haben Sie, Mr. Greasepit? Also vor Mr. Limburger habe ich für Skeletor gearbeitet und danach für einen irren Typen namens Skull Crusher. Oh ja, und dann war ich noch eine Zeit lang Crashtest-Dummy, bevor ich den Schlümpfen ihre Hosen immer so schön weiß gewaschen habe. Hm, verstehe. Irgendwelche besonderen Qualifikationen? Ach, im zählt der Kopf anschlagen. Nur wenn Sie dafür bezahlt worden sind. Tja, wissen Sie, da kommen Sie auf einen wirklich interessanten Punkt zu sprechen. Der Boss hat nämlich nie bezahlt. Das heißt, der Scheck ist immer auf dem Postweg verloren gegangen. Heute bringt der Regen aber gar keinen Segen. Bald ist Chicago vollkommen metallfrei. Oh oh, gib Gas, Jungs! Was so weitergeht, hat der Regen bald die ganze Stadt aufgelöst. Ach, hoffentlich werden wir diese Motorradratten bald los. Wie sollen wir das anstellen? Uns ist noch nie vorher jemand so auf den Pelz gerückt. Ja, diese Rattenzähne sind wirklich zu gut. Sie sind geradezu mit ihren Motorrädern verwachsen. Vincent, Vincent, da liegt unser Vorteil. Wir können uns von unseren Motorrädern trennen. Trennen? Wie meinst du das? Ach so, verstehe. Du meinst, wir können auch absteigen. So ist es. Wir können absteigen, aber dieses Rattengesocks nicht. Let's rock and roll! Limburger Industries behandelt seine Schockendies. Limburger Industries behandelt seine Schockendies. Schnappt euch die Käseknabberer! Moment mal, wir arbeiten ja gar nicht mehr hier. Vergesst es, ich hab nichts gesagt. Okay, Kumpels, dann fangen wir noch mal ganz von vorne an. Kumbaya! Kumbaya! Seht ihr die Rinne da oben? Ich wette mit euch, dass der saure Regen genau daher kommt. Na gut, dann schneiden wir den Käse mal auf. Liebe Motorratten-Zentauren, es sieht so aus, als hätten wir ungebetene Gäste. Seid doch so nett und schafft sie aus dem Weg. Ich gehe inzwischen essen. Bis später. Hey Jungs, da ist ja das Rattenpack. Ich glaube, wir geben denen mal einen Grund zum Heulen. Ich hätte dich warnen sollen. Ziemlich niedrig, die Brücke. Na komm, mein Maschinchen. Jetzt lassen wir den Rattenrüpel mal ein paar Runden drehen. Yay! Guter Stoß, diese Rattenkugel ist eingelocht. Jawohl, let's rock! And rock'n'roll! Yuppie! Oh ja! Hallo! Hast du's auch so dick, wenn jemand so dicht hinter dir hängt? Oh ja! Und hoppalasse! Gute Reise! Blödmann! Na los, ihr Mutanten-Missgeburten, vernichtet sie, radiert sie aus, macht sie platt wie Flundern, verhackt sie in Stücke! Oh nein, nein, nein. An eurer Stelle würde ich das lieber nicht tun, Freunde. Es sei denn, ihr wollt von einer gefährdeten zu einer ausgestorbenen Art werden. Kommt sofort zurück, ihr rattennasigen Feiglinge! Hey, kleine Erleuchtung gefällig? Limburger Industries verhandelt seine Schuld! Fliegt da nicht einfach so rum, Untertanen! Schnappt euch dieses Ungeziefer! Boss, Sie haben uns aber gefeuert, wissen Sie das nicht mehr? Tja, ihr seid wieder eingestellt. Bewegt euch! Alles klar, Boss. Aber zuerst müssen wir uns noch über eine Gehaltserhöhung, eine höhere Rente und über eine Feiertagszulage unterhalten. Wie wär's, wenn wir den alten Stinkfisch jetzt abkochen? Plitsch, platsch, da war er nur noch Matsch! Und die von uns, die noch Zähne haben, wollen eine Zuzahlung zum Zahnersatz. Lasst uns surfen gehen, die Brandung ist so schön! Ja,
das war der beste Auftritt, den wir jemals hatten. Und abtreten tun wir wie immer mit Let's Rock and Roll! Tja, wissen Sie, hier steht, dass Shea noch eine Vorgruppe braucht, aber das kommt wohl nicht in Frage. Aber wie wär's denn mit einem Pizza-Schnelllieferservice?